Ja, Leute, herzlich willkommen zurück und ich hoffe, dass dieses Mal alles besser aussieht. Damit sich die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt-Quiz absolviert werden. Frage 2. Welches Item erhält man bei folgendem Soundeffekt? Den roten Pokédex. Ein Thema, eine Beere. Den roten Pokédex. Richtig! Die Tür öffnet sich nun automatisch. Akku! Oh, schon wieder ein Pokémon hereingekommen. Es gehört ganz dir, Lukas. Okay, das Boost-Pokémon haben wir das eigentlich schon mal gesehen. Und ich habe das Bild exakt richtig eingefangen, merke ich jetzt. Der Bus! Ja. Danke, Memes! Sage ich nur. Okay, jetzt ist das Ganze hier effektiv, also setzen wir einfach mal den Knochenrang ein. Okay, das hat auch nur zweimal getroffen. Es war nicht so besonders. Aber wenigstens haben wir es versucht. Also in diesem Part geht es jetzt richtig los mit der Prüfung. Ich hoffe doch, dass wir gut vorankommen. Ja, was wollen denn uns ein paar Elektro-Pokémon anhaben? Ich glaube nicht allzu viel. Das wird schon alles. Es gibt halt nur keinen Step, das ist halt das Traurige dran. Den ganzen Attacken hier. Ich wusste natürlich, dass das Pax Lukas. Während wir hier plaudern, ist die Tür leider schon wieder zugegangen. Keine Sorge, das Herrscher-Pokémon wird auftauchen, da bin ich mir sicher. Oh Gott, ich hasse es. Also die Prüfung finde ich echt nicht so toll. Das Herrscher-Pokémon kommt immer näher. Wie unheimlich ist das denn, bitteschön? Ich würde mir so was von große Sorgen machen. Deaktivierungssequenz des Sicherheitssystems bei 50%. Sind wir hier in Assassin's Creed oder was? Damit sie die Tür öffnet, muss zuerst ein Soundeffekt. Ja, wir wissen es. Welchen Pokémon hört man bei dem folgenden Soundeffekt rufen? Okay. Ich glaube, es ist Goofa. Bei einer falschen wird verteilt das Sicherheitssystem Elektroschocks. Also Marlon, wenn das so weitergeht, nehme ich bald selbst den Typ Elektro an. Keine Sorge, Chris. Es ist aber positiv. Dann wirst du zumindest immun gegen eine Paralyse. Ich glaube, Akub ist es nicht, deswegen Mabula. What? Also so schlecht habe ich jetzt echt nicht gedacht, dass ich bin. Also Akku. Richtig! Okay, die Tür geht zwar auf, aber oh, das bestimmt wieder. Akku, musst dich doch. Da kümmerst du dich ein bisschen. Ja, schön. Das ist doch alles so geplant. Könnte mir doch nicht sagen, dass das jetzt nur einmal auftritt, dass ich hier diesen Mist machen muss. So, jetzt haben wir natürlich die Chance, alles wieder besser zu machen. Versuchen wir es einfach mal mit der Kopfnuss. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Know the difference. Und Kopfnuss lässt einen auch zurückschrecken. Das ist schön. Du hast alles im Griff, Lukas. Super. Aber schon wieder ist die Tür zugegangen. Warum mache ich bloß immer wieder den gleichen Fehler? Das Herrscher-Pokémon. Ich spüre es förmlich. Es muss ganz nah sein. So, jetzt ist natürlich die Frage, wer mich hier belästigt. Na, schmeckt das Rotkäppchen? Ja, jetzt muss ich gleich mal beantworten. Das Herrscher-Pokémon ist bereits sehr nah. Oh my gosh. Jetzt muss ich nur durch die Tür durchschreiten. Deaktivierungs... Ja, schön. So, Frage 4. Wer oder was erscheint bei folgendem Soundeffekt? Ein Herrscher-Pokémon. Richtig, die Tür öffnet sich so automatisch. Dieses Geräusch. Es ist hier! Donner!
Da ist es! Ach, hör's auf Pokémon! Zeig, was hinter steckt, Lukas! Donario, das herrschende Pokémon der Sternwarte ist erschienen. Okay, now we're in trouble. Weil das Teil schwebt auch. Also es könnte wirklich schwer werden. Aber ich mag schwere Sachen. Nur leider kann uns Mario Zucker dabei nicht helfen. Macht nix. Wir haben dafür noch einen anderen Kandidaten, der sich gerne diesen Fall anwendet. Ausgerechnet Akub. Er ist wieder so eine Art, wie soll ich sagen, Motte, die aus einem Kokon rausschlüpft. Und Akub ist halt da. Ist halt scheiße. Ja, das geht schon. Geht schon aufs Übelste klar. Ja, jetzt ist unser Herrscher leider schon gefallen. Oh, jetzt muss Apuk. This is not a puck. This is a football. Ja, es war dann doch alles unspektakulärer als gedacht. Also die Prüfung hätten sie echt besser machen müssen. Oder besser machen können. Die Betonung liegt auf das Können. Ja, man kann nicht alles haben. Damit müssen wir uns jetzt abfinden. Yeah, Donario ist besiegt. Und wir haben die Prüfung höchstwahrscheinlich bestanden, weil das immer der Fall ist, wenn wir sowas machen. Chris, Marlon, da hast du als Captain mal wieder eine richtig gute Figur abgegeben. Lukas hat von deiner Hilfe sicherlich profitieren können und dein Experiment war auch ein Erfolg. So wie es aussieht, verbraucht dein Herrschomat Modell 2.0 noch zu viel Strom. Es gibt also durchaus noch Raum für Verbesserungen. Vielleicht kriegst du da ja Akku dazu, die nötige Energie beizusteuern, weil es ist ja ein Akku oder halt eine Batterie. Hier Lukas, für deinen Sieg über das Herrscher-Pokémon bekommst du von mir den Z-Kristall Voltium Z. Das ist so ein Pikachu-Fan. Aber das Wichtigste ist, auch diese Prüfung haben wir verdammt nochmal bestanden. Yes! Now I'm the beast! Schau genau hin. Ah, da trägt aber auch einen Elektroball. Wenigstens die Pose sind cool. Im Dunkeln habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Wenn du mir jetzt so direkt ins Gesicht schaust, werde ich ganz nervös. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo ist der Stromausfall, wenn man ihn mal braucht? Danke und herzlichen Glückwunsch, du hast die Prüfung bestanden. Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung. Und auch dir vielen Dank, Captain Chris. Mein Herz rast noch immer wie verrückt. Hey, du bist zwar mein Cousin, aber dich zum Captain zu machen war eine gute Wahl, Chris. Normalerweise werden die Captains ja vom Inselkönig ernannt, aber hier auf Ula Ula laufen die Dinge nun mal ein wenig anders. Genau, ich wurde von Marlon zum Captain ernannt, nicht vom Inselkönig. Also das ist wirklich drauf, Lukas. Chris scheint viel von dir zu halten. Gut, da habe ich hier auch noch was für dich. Ja, jetzt halten wir noch das Metallium-Set. Interessant. Diesen Z-Kristall habe ich mir zusammen mit meinen Pokémon auf meiner Inselwanderschaft erkämpft, um stärker zu werden. Aber bei dir ist es jetzt in besseren Händen. Keine falsche Bescheidenheit, nimm ihn nur. Ich hätte da übrigens noch eine Bitte an dich. Der gute Kukui hat hier nämlich neulich etwas liegen lassen. Du hältst die Maske des Profs.
Obwohl es ja eigentlich die Maske von diesem komischen Mask-Kerl ist. Kukui wollte zum Mali-Ziergarten zurück. Entschuldigung für die Umstände. Aber könntest du ihm die Maske immer bitte bei ihm abliefern? Bei unserer nächsten Begegnung müssen wir unbedingt mal gegeneinander kämpfen. Okay. Dann bringen wir ihm einfach mal die Maske vorbei, nachdem wir uns hier geheilt haben. Und mal geschaut haben, welche Trainer wir hier noch besiegen können, beziehungsweise welche Items wir hier noch kriegen. Denn das ist durchaus ein Platz, wo es noch was zu holen gibt für uns. Kann man praktisch so ein Diebeszanken oder wie auch immer sich das nennt oder schimpft, hinmachen mit, hier gibt es etwas zu holen. Okay, kaum gebückt, schon gekämpft. Okay, das war... Oh Gott, die Gedanken in meinem Brain sind wieder so random. Ich sollte mich vielleicht wieder hinlegen nach dem nächsten Part. Dann habe ich ja meine nächsten 5 Parts. Dann hoffe ich, dass ich heute noch 10 aufnehmen kann. Damit ihr auch schon Stoff habt bis Ding, bis irgendwas. Parabi Parabo, das war wohl ein Griff ins, okay. Soll ich das jetzt verstehen? Muss ich das jetzt verstehen? Oder, ich habe keine Ahnung, ich bin dazu überfordert. Okay, was können wir für Pokémon auftauchen? Anscheinend stärker als, okay, wir haben, glaube ich, den Schutz noch gar nicht aktiviert. Oh Gott, Metenor. Relativ mysteriöses Pokémon, deswegen finde ich es cool und deswegen möchte ich es gerne fangen. Okay, fangen sieht anders aus. Aber es scheint zu schweben, deswegen machen wir einfach mal einen Trugschlag rein. Haust rein! Links greifen! Ach, fangen wir es einfach. Hat eine gute Einschaltquote, habe ich da gerade gelesen. Nee. Ach, habe ich doch gewusst, dass es nichts bringt. Warum setze ich dann dieses Pokémon ein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt. Ich weiß es überhaupt. Oh Gott, das hat eine alternative Form. Limit Shield. Yeah. Das sieht richtig hässlich aus. Wie SpongeBob, wenn er mal verwirrt ist. Meine Güte, das hat sich ein bisschen schwer getan. Aber Metenor ist gefangen. Yeah. Als Sandern auf Mount Lanakila. Das sind wir aktuell noch nicht. Schau mich nicht so an, das sieht so hässlich aus. Ich will es mir nicht genauer anschauen, das ist vom Typ Gesteinflug, was sau unlogisch ist, aber eigentlich eine coole Kombination ist. Kombination. Ja, haben wir tatsächlich noch nicht eingesetzt. Oh Gott. Kinners.
Ja, Worldwechsel, das passt perfekt zu dieser Insel. Ne, jetzt möchte ich aber mal gern wissen, wo wir hier überhaupt sind. Ne, wir sind jetzt hier auf Hukulani, okay. Auf jeden Fall, Leute, muss ich den Part beenden. Es tut mir leid, aber beim nächsten Mal geht's weiter. Bis zum nächsten Mal, ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie!